ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg, mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja, und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Und das war der Anfang von dem. Die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesen Kerl getan? Ja, das ist eine lange Geschichte. Digga, what the fuck? Die Jungs können sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen! Beeil dich, Sully. Kreisung. Achso, zum Ducken. Ah. Oh, die Hotten. Das Ziel ist anders da im Spiel. Ja, komm mal auf. Guck mal auf. Sie kommen an Bord. Oh nein, oh, doch. Digga, was tue ich? Was tue ich? Okay, Dreieck ist für Muni, glaube ich, oder? Aufzuklauben? Ah, ja. Viereck ist schlagen, okay, ist ein bisschen komisch. Wo stecken die Hetze auf? Digga, uff. Alle schon auf Disrespect. Komm auf, hä, warum taucht man denn auf? Tja, der Typ ist ja ein Delfin. Wo ist noch der Raketenwerfer? Ach so, der Typ hat einen Raketenwerfer. Ja, okay, habe ich nicht gesehen. Meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Kavallerie kommt. Ach, Gott sei Dank. Der muss den Typen auch in die Tür schießen. Ist die dumm? Wahrscheinlich muss die Kamera mitnehmen. Hm? Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Aber ja, wenn das mal nicht die hübsche begabte Elena bescheißt. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden.
das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Ja. Wahr sein. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Haha. Mein Appetit sagt, dass der eine oder andere mit mir mit ist. Ich will nicht alleine im Wald rumhupfen. Boah, oh, zum Glück. Warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's so. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hab? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Hey, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. Ich werde den Typen hinten jetzt verlieren. Was ist denn das aus? Meinst du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Irgendwie muss sprinten, das ist irgendwie. What the fuck? Ich finde das ist sehr nett. Da findet man leicht eine Nonne im Bordell. What the fuck?
sieht doch gut aus. Wer hat das wohl gebaut? Die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Musst du bitte hin? Ah, okay. Kommt er wohl mit? Wie geht denn der Typ? Digga, ich weiß einfach nicht weiter. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das wisst. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch sowas haben wollt. Ich glaube, wie langweilig da. Und es gibt sogar mehrere Teile. Das ist irgendwie remastered. Da gibt es auch den Teil 2, dann gibt es noch den Teil 3. Das war's eigentlich. 4er weiß ich gar nicht. Nein, glaube nicht da. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.